Es ist Sonntagnachmittag und somit Zeit für die Formel 1. Dieses Wochenende führt es uns nach Silverstone in die grüne englische Landschaft, wo die Teams gerade letzte Vorbereitungen für den großen Preis von Großbritannien treffen. Und hier ist der Mann auf der Pole, Lewis Hamilton. Als ich heute Morgen mit ihm geredet habe, hatte ich den Eindruck, dass er sich und seinem Mercedes-Boliden total vertraut und ganz, ganz siegessicher ist. Es ist sicherlich von Vorteil für einen Fahrer, ganz vorn zu stehen und sich nicht um die Abgase und die Überhitzung durch ein Auto vor einem befassen zu müssen. Die Saison lief alles andere als gut für das Team mit dem springenden Pferd. Ferrari ist normalerweise ein starker Kandidat für die Konstrukteursmeisterschaft, aber im Moment hinkt das Team hinterher oder, sagen wir es doch, lahmt das Pferd. Ferrari mag vielleicht zwei Weltmeister als Fahrer haben, aber die Dinge laufen nicht rund für das Team. Momentan scheint es auf dem absteigenden Ast zu sein und die Tifosi verlangen, dass sich das Blatt zu einem besseren wenden muss. Meine Gebete wurden nicht erhört nach diesem Qualify. Die Trainingsergebnisse können wir über den Bord schmeißen. Und damit begrüße ich euch recht herzlich zurück zu Let's Play Formel 1 2015 bei der Bianchi-Saison. Warum wieder Starkregen? Oh, wir werden durchfahren, genauso wie der Rest des Feldes. Das wundert mich ehrlich gesagt nicht. Mercedes werden wir hier nicht attackieren können, es sei denn, es trocknet nochmal ab am Ende dieses Rennens. Und die KI fährt rein. Das hatten wir ja bei einigen Rennen schon erlebt. Und ich bin gespannt, ob das auch hier der Fall sein wird. Ich schreibe mal Zielplatz Platz 9 aus, ja, bei Vorbildbedingungen. Da ist die Konstanz jetzt das Wichtigste. Und das mit dem Manu, ihr könnt euch ausrechnen, das wird ein Ritt auf der Rasierklinge. Das tänzende Pferd kann und nimmt Untertitel. Wir werden, glaube ich, eher nach hinten springen als nach vorne. Aber wollen wir mal schauen, oder? Boah, ich habe Angst, ey. Einer meiner Lieblingsstrecken und dann kriegen wir das mit dem Wetter mal wieder richtig ab. Womit habe ich das verdient? Heute geht es im Regen los. Ja. Also müssen wir nicht beide Trockenreifen verwenden. Die werden wir auch, glaube ich, nicht sehen. Oh, geil. Also der vierte Gang, ja, ihr seht's. Oh, und da kommt der Bottas an mir vorbei. Wetterbericht, das ist das Erste, was ich wissen will. Der starke Regen wird eine Weile anhalten. Wir haben mindestens 20 Minuten starken Regen. Ja, dann heißt es, wir können uns schön nach hinten orientieren und nicht nach vorne. Bottas vorbei, Vettel 3, Bottas 4 und wir auf der 5. Und da der starke Regen nicht nachlässt, werden wir hier wahrscheinlich durchfahren müssen. Ist das eine Kacke. Aber beschweren möchte ich mich darüber nicht. Das sind die Bedingungen, auf die man sich genau einstellen muss. Deswegen nicht jammern, sondern Taten sprechen lassen. Vielleicht können wir hier doch noch was reißen. Überraschenderweise Hamilton auf der 1, Rosberg 2, Vettel 3, Bottas 4, wir 5, Ricciardo auf der 6. Also, die Mercedes werden auf und davon fahren. Hamilton hat schon einen kleinen Vorsprung. Und Fett ist ja eigentlich ja fast keine Option, aber ich muss ein bisschen auf Fett fahren im Rennen. Wenn ich nicht kassiert werden möchte von dem Red Bull, der natürlich am wenigsten Topspeed hat, aber dahinter ein Ferrari mit Alonso und Raikkonen, da sieht die Sache schon wieder ein bisschen anders aus. Okay, ich weiß, wo ich die Zeit gut mache und dann weiß ich auch ungefähr, wo ich vielleicht eine Chance habe zu attackieren. Aber wir werden im gesamten Rennen kein DRS zur Verfügung haben. Ich habe schon angesprochen, die Trainingsergebnisse können wir Trost ja, über den Haufen werfen. Die Options haben wir leider hier gar nicht oder werden wir gar nicht zu Gesicht bekommen. So, Bottas hier, Schlusssektor und Mittelsektor, das ist der Schwachpunkt. Rosberg kann auch nicht so ganz das Tempo mitgehen. Hier lässt mir Bottas die Tür ein bisschen weit auf. Und das ist dann die Position 4, die wir uns zurückerobert haben. Hamilton, neue schnellste Rennen und 1:49.6. Und Bottas, Konter in Kurve 1. Konzentriert. Alle haben bei diesen Bedingungen Probleme. Ja, aber er macht sich zu Ende. Er gibt mir den Platz, weil nicht so ganz vorne war. Das freut einen Herr Vettel. Im Red Bull ganz besonders. Das war abgekürzt. Bringt mir aber hier, glaube ich, ärztlich wenig. Auch das Ziel vom Team ist übrigens, dass ich Erster werden soll. Und hier die Kurve. Da habe ich ja echt gar keinen Griff. Und das ist mein Problem. Das ist mein Problem. Kein Grip dort in der Kurve bedeutet, ich bin ein Opfer dort. Und hier, Alter, jetzt fängt das Untersteuern richtig dramatisch an. Wetterbericht. Den Radardaten nach wird der starke Regen eine Weile anhalten. Noch mal ein Spiel, ey, tu mir das nicht an. Ja, Vettel enteilt. Weil ich mich mit dem Bottas duellieren muss.
und ich nicht schneller kann. Der Manor gibt nicht mehr her. Mich wundert, dass ich jetzt nicht abgeflogen bin. Der Körper, da hat man schon gemerkt, das Auto fängt an zu schwimmen. War auch leicht unruhig auf den Körper, aber wir sind nicht abgeflogen. 13 Runden fahren wir hier übrigens nur. Wie gesagt, ich habe so ein bisschen gehofft, dass das Wetter besser wird am Ende des Rennens. Dass die wirklich alle nochmal in die Boxengasse abbiegen, am letzten Runde 12 und wieder getrost zu Ende fahren können. Und so vielleicht den Sieg irgendwie uns ergaunern können. Pustekuchen. Den Rosberg sehe ich aber auch noch. Jetzt konnte ich mich so ein bisschen von Bottas absetzen. Das ist ganz wichtig. Hamilton dreht oder fängt da wieder an, wo er auch qualified aufgehört hat, nämlich bei der 46er Zeit. Werden wir den Sektor Bestzeit hinlegen im letzten Schlusssektor, aber insgesamt ist die Runde nichts wert gewesen. Fahrer vor mir. Viertel vor dir. 2 Sekunden Abstand zwischen euch. Du fällst pro Runde um etwa 1,2 Sekunden zurück. Noch 11 Runden. Jetzt wäre die schlimmste Schelle, finde ich. Halbgas, wenn überhaupt. Und dann bei diesem Linksen kann ich das Vollgas geben. Wie gesagt, Reifen und wollen wir uns hier nicht angucken, werden kein Thema sein, genauso wenig wie die Temperatur. Deswegen kann ich mich voll und ganz auf die Spritanzeige konzentrieren. Und da haben wir jetzt mal die 1,2 Sekunden auch gefunden, die ich vorhin verloren habe. Jetzt habe ich so einen kleinen Vorsprung auf ein Bottas und damit ist der Vorsprung auch schon wieder dahin, weil das Auto einfach keinen Abtrieb generiert. Abtrieb nicht, sondern Traktion generiert. Jetzt habe ich einen Ricciardo im Rückspiegel. Ich weiß nicht, ob mir das jetzt mehr schmeckt. Aber der Fahrfehler war ganz klar, dass ich da aufs Gras gefahren bin. Da wird das Auto halt unruhig. Darüber lasse ich da mal wieder 18. liegen. Und das meine ich auch, was ich angesprochen habe. Die Konstanz fehlt mir hier mit dem Manu bei Regen. Das war in Kanada noch, glaube ich, anders. Was ist jetzt Kanada? Ja, es war Kanada. Wo wir dann den Grosjean überrundet haben. Überrundungen, wenn hier ein Thema wären, falls wir, ich glaube, da werden wir gar nicht zu kommen. Zu Überrundungsgeschichten. Im 5. Gang kommt mir ganz leicht das Heck entgegen. So, mal schauen, ob mir doch Ricciardo hinter mir ein bisschen besser schmeckt. Podium wäre schön gewesen hier in Silverstone, ganz klar. Ist aber jetzt in weite Ferne gerückt. Also selbst in dieser einen Kurve, da holt Ricciardo einfach deutlich auf, weil ich da einfach, wie gesagt, nicht die Traktion habe. Der wird das Rennen auch gewinnen, weil wir keine Boxenstops fahren. Das ist jetzt so ein bisschen DTM-like. Ich mache die gleichen Fahrfehler gleich wie eben. Vielleicht soll ich die Kurve doch im 3. Gang fahren. Gut, ich kann mir auch nicht von Ricciardo natürlich absetzen. Ich hoffe, dass der Bottas hinten beschäftigt wird. Von den Ferrari-Jungs, von Alonso und Raikkonen. Bitte nicht. Ich sehe Vettel noch. Ich sehe ihn. Aber er ist weit, weit weg aus der Reichweite. Sektor Bestzeit sogar jetzt im Mittelteil. Und da hole ich ja wieder die 7 Zehntel auf einen Ricciardo raus. Die ich im ersten Sektor verliere, gewinne ich im zweiten. Obwohl der Red Bull eigentlich im zweiten Sektor stärker sein sollte als ich. Ich habe noch mal eine Frage bekommen, ob die Mod-Saison, also eine Mod-Saison für mich was wäre. Ich bin absolut kein Freund von diesen Mod-Saisons. Ich begründe es immer wieder gerne. Ich bin einmal diesen Mod gefahren für dieses Abstimmungsvideo. Und das Auto, sorry, das hat ja mit Simulation noch weniger zu tun, als 2014 allgemein schon war. Also ich weiß nicht, was die Modder da gemacht haben. Das ist so schwammig. Das Auto gibt da für mich null Feedback. Null.
So, ich habe das Gefühl, ich gehe. Ich gehe mit dem Wagen. Und das war meine Erkenntnis aus diesem Mod, der für 2014, also der Mod, der wäre bei mir knallhart durchgefallen. Weil du hast, ich habe wirklich das Gefühl gehabt, 2014 normal, die Autos fahren, die ziehen da noch. Aber mit dem Mod hatte ich das Gefühl, ich gehe. Ich gehe. Ich gebe kein Gas, ich gehe. Und du hast natürlich auch hier noch einen Mod. Das ist ja nur ein Mod mit Skins, da fehlt das Haas-Team. Also von dem Mod in 2014, sorry. Durchgefallen. 6. Gnadenlos die 6, da hilft. Also von der Simulation her einfach eine 6. Weil das Auto gibt kein Feedback wieder. Und der normale Ableger, der hat mir wenigstens Feedback gegeben. Aber der Mod, der gibt mir sowas von kein Feedback wieder. Und ich weiß auch nicht, ob die Rundenzeiten wirklich schnell jetzt im Vergleich sind. Also mein Gefühl bei dem Mod, den ich da hatte für 2014, ein 2016er Mod, auf der Geraden hatte ich das Gefühl, ich bleibe stehen. Ich bleibe wirklich stehen. Sei es mit dem Red Bull, sei es mit dem Haas, sei es auch mit dem Renault. Ich habe das Gefühl gehabt, ich bleibe stehen. Dass der gar nicht zieht. Und das war für mich das Schwierigste bei der Aufnahme, wo ich da dieses Abstimmungsvideo gemacht habe, dass man wirklich das Gefühl hat, ich bleib stehen. Das ist so ein ganz komisches Gefühl, wenn du hast, das Gefühl, der Wagen zieht nicht. Da habe ich das Gefühl gehabt, der Red Bull hier, in dem Ableger, der fängt, der zieht zwar auch nicht so wirklich, aber du hast das Gefühl gehabt, dass du nicht stehen bleibst. Und bei dem Mod, ich wiederhole mich, hatte ich das Gefühl, ich bleibe stehen auf der Geraden. Ja. Nicht, weil die Konkurrenz mir vorbeigefallen ist, aber weil das so langsam war. Als wenn man nicht schneller fährt, sondern als wenn man langsamer fährt. Und das Gefühl hatte ich zum Beispiel in 2014, wo wir auch mal den Livestream hatten, wo wir das Spiel mal einmal angetestet haben, da hatte ich das Gefühl gar nicht, dass wir da stehen geblieben sind. Also, das kreide ich dem Spiel oder den Mod, den ich da hatte, extrem an. Deswegen, ich bin auch einfach kein Modderer, ja? Der einfach so ein Spiel moddet. Ich hasse das. Ein Spiel zu modden, nur weil jetzt Codemasters ja noch nicht das Spiel rausgebracht hat mit der aktuellen Saison. Das ist bei mir sowas von zweit-, dritt-, fünfrangig. Die sollen lieber ein gutes Spiel bringen als am Anfang der Saisons, wo man eh noch nicht die Hälfte weiß. Ja. Brauche ich das persönlich nicht. Weil ich spiele dieses Spiel. Also ich spiele dieses Spiel, muss ich fairerweise sagen. Ich spiele dieses Spiel hier viel, viel lieber, als wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Mod-Saison draufknalle. Oder als wenn ich diese Mod-Saison spielen müsste. Ihr könnt ja mal, falls ihr mal so Mod auf dem Formel 1 Teil mal drauf wird, was ist euer Anreiz dafür? Also der Anreiz wirklich nur wegen den neuen Autos, wegen der neuen Lackierung, die ist bei mir gleich null. Das ist ganz einfach so. So Grafik ist schön, aber Grafik ist nicht alles. Ja. Das ist das. Also ich gebe, man kann natürlich auch hier zum Beispiel vergleichen, diese Saison ist ja 2014. Auch mit dem aktuellen Teil. Also die Fahrphysik ist natürlich hier ja deutlich realistischer als im 2014. Das war wieder so eine komplette Umstellung. Auch mit dem Lenkrad. Und des Weiteren, du konntest ja deine eigene Traktionskontrolle wieder einbauen. Über Umwegen kannst du das ja in den Vorgängern. So eine eingebaute Traktionskontrolle bewusst einbauen. Das geht bei dem Teil hier nicht. Indem man einfach A des Gamepads überschreibt. Das konnte man. Das war eigentlich der Kniff an der Sache, warum ich so viel Traktion in 2014 hatte. Weil die Spiele von Codemasters sind komplett auf ein Gamepad bezogen. Und wenn du das halt überschreibst, deswegen musste ich halt auch bei 2014 immer voll einlenken. Was ich ja hier jetzt zum Beispiel nicht muss. Hier muss ich mit viel mehr Gefühl um die Kurven fahren. Wetterbericht?
wieder zieht. Und deswegen ist eine Mod-Saison für mich, ja, einfach für mich absolut nichts. Und was für mich nichts ist, das bringe ich auch nicht. Das ist ganz einfach so. Ich warte lieber auf den neuesten Teil und warte einfach. Oh, einer ist ausgeschieden. Also den Vettel sehe ich noch, aber ich komme da nie wirklich hin. Schade, schade, schade. Aber er war auch beim Skat schon vor mir. Von daher, wenn ich den vierten Platz mit nach Hause nehme, dann reicht mir das auch. Kaum erzähle ich hier, fahre ich viel konzentriert. Das ist auch so ein komisches Phänomen. Ja, der Mensch ist schon ein komisches Phänomen. Das kann man auch auf jeden Fall so unterschreiben. Aber da zum Beispiel, da bin ich mal jetzt auf diesen Kommentar eingegangen. Auf einen offiziellen Release-Termin von F1 2016 warte ich eigentlich auch noch. Ich warte nur, dass Codemasters das den Release-Datum rausgibt und ob es Antrag ausfällt und tschüss. Ja. So ungefähr läuft das bei mir momentan ab. Also ich gucke eigentlich nur auf die offiziellen Seiten. Ob da Codemasters irgendwie was preisgibt, aber ich weiß da auch noch nicht mehr als ihr. Warum auch? Warum sollte ich mehr wissen als ihr? Bei Steam kann man es auch noch nicht vorbestellen, die haben auch noch kein Release-Datum. Ist jetzt Hamilton wirklich in die Boxengasse abgebogen? Okay, dann wird das doch was mit dem Podium hier. Weil bis der aus der Boxengasse rausfällt, dann sind wir schon, ja. Bei weitem. Okay, die Reifen bauen ab. Das war im Qualifying halt ein bisschen anders. Wir mussten aber nicht mit dem Reifensatz, gar nicht wiederholt. Nochmal gerne mit dem wir. Okay, wir haben jetzt über die Hälfte unseres Startbenzins verbraucht. Wir sind bei 40% Benzin. Das wundert mich, dass Hamilton jetzt reingefahren ist. Aber ich merke das gar nicht so. Also die Regenreifen, da merkst du es echt nicht, dass sie abbauen. Boah, das hat den Ricciardo bekommen auf einer langen Geraden. Zum Beispiel hier, hier habe ich keinen Unterschgang. Jetzt hier setzt das Unterschgang leicht ein. Es sind aber auch nie die Vorderräder, die abbauen. Warum war Hamilton an der Box? Wegen den Reifen? Oder hat er einen Unfall? Die Frage ist aber, mit wem? Mit wem soll er bitte einen Unfall haben? Schilden und der Rest? Die sind ja ziemlich weit hin. Aber das ist... Jetzt bin ich mal gespannt, ob Rosberg auch abbiegt. Aber ich glaube, nur Hamilton ist abgebogen. Ja, ich spare sogar noch Benzin. Rosberg fährt weiter. Vettel fährt auch weiter. Also muss was mit Hamilton passiert sein. Als andere kann ich mir jetzt leider nicht erklären. Und hier, da draußen ist aber 13 Minuten noch schon extrem lange. Aber es gibt ja diese Boxenstops-Bugs. Ich glaube auch hier in der 2014er Saison. Gelb? Gelb vor mir. Warum ist gelb? Aber es geht wieder weiter. Okay. Oder war das hinter mir? Ricciardo vorbei an Bottas? Könnte auch hinter mir gewesen sein. Es muss hinter mir gewesen sein. Ja. Irgendwas hinter mir. Alter, warum ich die Kurve jetzt nicht mehr erwische, ist auch eine gute Frage. Weil da lasse ich auch definitiv zu viel liegen. Jetzt kommen wir so langsam doch in den kritischen Bereich der Reifen. Was die Abnutzung anbetrifft. Gerade der vordere linke, die Hinterräder. Die sind mir viel, viel wichtiger. Die Hinterräder bauen nicht ab. Ich finde es, auf Vorderräder kann man sich leichter einstellen. Als auf die Hinterräder. Achtzehnte langsamer. Was ich auch momentan für Kommentare bekomme, ist, warum ich nur 6000 Abonnenten habe. Also es wundert mich mittlerweile, dass ich solche Kommentare bekomme.
Momentan bringe ich halt sehr viel Rocket League, weil ja momentan auch die EM einfach läuft. Deswegen ist Dirt Valley so ein bisschen hinten dran gestellt. Deswegen ist momentan... Walter, die Waldfee. Vettel ist eine Sekunde schneller als wir. Vettels letzte Runde eine Sekunde schneller. Schön, dass die Runde von ihm eine Sekunde schneller ist. Aber ich denke mal, dass er noch die besseren Reifen hat. Noch drei Runden. Wetterbericht. Für diese Information fehlen uns derzeit Daten. Ja, ein bisschen spät, würde ich einfach mal sagen. Kommt diese Erkenntnis. Hamilton kommt aber auch nicht vorbei an die Konkurrenz. Fahrer vor mir. Vettel liegt vor dir. Drei Sekunden Abstand zwischen euch. Du fällst pro Runde um etwa 1. Hinter uns ist was passiert. Weil die Schilder auf einmal weg waren. Ich hab's ja schon mal angesprochen, ich orientiere mich nämlich an die Schilder. So wie es aussieht, haben wir noch etwa 25% des Startbenzins im Tank. Noch 25% Benzin. Hört sich viel an, aber das sind ein Dreizehntel, ein Viertel. 13 durch 4, 12 durch 4 sind 3 Runden, also hört sich immer so viel an. Noch. Aber ich... möchte nichts beschreien. Das ist jemand ganz langsam. Ach, ein Bottas! Ohne Frontflügel. Da ist irgendwas passiert. Vielleicht mal ein Überholversuch oder desgleichen. Irgendwie was. Überrundung kann es nicht sein. Rosberg glimpflich davon gekommen, Fragezeichen. Oder ist er in die Boxengasse abgebogen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass Rosberg in der Boxengasse da ist. Die Hoffnung kann ich begraben. Ja. Das war eine Überrundung. Na, Rosberg könnte in der letzten Runde dann nochmal auflaufen. Die Frage ist aber allerdings, wo... Jetzt ist mit dem Alonso jetzt auf der 4. Ist da hinten jetzt noch mehr passiert? Ja, da hinten ist noch mehr passiert. Fahrer hinter mir. Alonso liegt hinter dir. Der Abstand beträgt 10 Sekunden. Nur noch 2 Runden. Die nächste Runde ist die letzte. Okay, 10 Sekunden. Das ist eine Welt. Ich komme echt nicht mehr hin. Vorsicht beim Rausbeschleunigen. Zack. Baku, ich mach mal ganz kurz meinen Renntipp. Hamilton vor. Schwierig. Wisst ihr was? Hamilton, Verstappen, Vettel. Mein Renntipp für, also vor den ersten Trainings, für den großen Preis von Baku, Europa. Ich bin echt gespannt. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Was da abgehen wird. Man erwartet da natürlich auch Spitzengeschwindigkeiten von über 360. Und wieder aufpassen mit dem Mac. Also die Reifen sind echt schon am absoluten Limit. Die Vorderräder. Vettels Rundenzeiten sind etwa 3 Sekunden schneller als deine. Übertreibe es nicht. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. So wollte er, glaube ich, nicht hören. Ja. Aber man merkt, der Reifenverschleiß bei der Konkurrenz war deutlich weniger. Aber warum Hamilton abgewogen ist, ist für mich eine Frage. Eine interessante Frage vor allen Dingen. Einer ist auch ausgeschieden. Jo, Körb gibt mir nochmal einen mit. Genau. Das ist nicht Alonso hinter mir. Fahrer hinter mir. Alonso hinter dir. 8 Sekunden Abstand zwischen euch. Das ist deine letzte. Oh, der hat jetzt 2 Sekunden im ersten Sektor rausgeholt. Ja, meine Rundzeiten sind einfach im Keller. Tief im Keller. Aber ich habe auch im Training und im Qualifying angesprochen, weil selbst wenn die Reifen orange sind, wir fahren hier durch. Gut, Punkte auf dem Helm mit 0 mehr auf, aber das bringt mir am Ende in der Gesamtrebenrechnung auch nichts.
Benzinlast für dich. Wir sind jetzt bei 10% des Startbenzins. Noch 10% Benzin. Ja gut, dass ich hier im Regen jetzt nicht mal auf Fett gefahren bin zum Schluss, sollte klar sein. Aber dass die Reifen so stark abbauen, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Der fährt echt 3 Sekunden schneller, Herr Comeo, ey. Da habe ich ja Glück, dass kein Ricciardo oder kein Bottas mehr hinter mir war. Die hat mich echt noch bekommen. Glückwunsch an Rosberg. Ah, Ricciardo ist auch noch dabei. Der will jetzt auch nochmal gegen Alonso wissen und bekommt ihn auch. So wie es aussieht. Dritter Platz, Podium, dank eines Hamilton, der jetzt auf der 4 ist. Alter, ein Kampf nochmal zum Schluss. Mercedes hat es heute an die Spitze geschafft. Nico Rosberg ist mit seinem Wagen auf Platz 1 gelandet und holt weitere wichtige 25 WM-Punkte. Natürlich, manchmal geht nicht alles nach Plan und manchmal eben doch. Am Ende zählt aber nur, wer als Erster die Ziellinie überquert. Heute war einfach sein Tag. In dieser Saison wird es ganz bestimmt noch mehr spannende Wendungen geben. Ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Rennen dabei, um zu sehen, wer es letztendlich an die Spitze schafft. Er schafft es an die Spitze, ja, das ist immer eine gute Frage, ne, also diesmal war es Rosberg, weil er, ja, keinen Stopp eingelegt, also bei Hamilton muss was passieren, sonst fährt der nicht in die Boxengasse. Rosberg fällt und wie auf der 3, dann doch noch das Podium gerettet, dank Hamilton, der wird am Ende Vierter, Ricciardo auf der 5 und Alonso mit 6000stel, das werden wir leider nicht sehen in der TV-Kamera. Ich finde das halt immer so schade, ich muss ich mal betonen, dass bei mir, wenn ich um die Ziellinie überfahre, dass dann die TV-Kamera leider zu Ende ist. Das finde ich so ein bisschen schade. Also ich würde es mir wünschen, dass das wirklich so bis Position 10, 12 so geht. Weil dann könnten wir diesen Fight dann noch sehen, warum es am Ende 6000stel sind. Weil letzte Kurve zu zweit, ich weiß ja nicht. Dann haben wir einen Raikön auf der 7. Massa hat sich auch verbessert auf die 8. Hülkenberg 9. Und Magnussen auf der 10. Weil die haben sich alle verbessert wegen den Valtteri Bottas. Sie haben nur eine Zeitstrafe bekommen. Perez ist ausgeschieden. Da wollen wir mal sehen. Ja, Runde 10. In Runde 10, da ist irgendwas passiert. Aber kein Hamilton ist aufgeführt. Doch. Ja gut, aber da war schon was passiert. Hamilton, Bottas, das war schon was passiert. Also, es fing an mit Bottas und Ricciardo. Und dann ist er wirklich im Schneckentempo gefahren. Also das werden wir wahrscheinlich dann in der TV-Kamera sehen. Jetzt habe ich nichts, was ich mir notieren müsste. Wir bleiben kontinuierlich Dritter. Bottas hat diesmal keine Punkte geholt. Das freut uns. Vettel hat ein bisschen was aufgeholt. Sollte aber keine ernste Gefahr werden. Ferrari 20 Punkte. Gucken, ob wir das bis Saisonende halten können.